3 von 5 haben wir erledigt. Sehr gut. Gut, das mit der Bombe. Ja, gut, das machen wir jetzt nicht unbedingt. Da, 1043. Haben eine Geiselnahme mit einem Touristenbus. Officer in Upper Chinatown benötigt. Achtung, Leute, wir lassen eine Bombe platzen. Wir haben eine Dame am Telefon, deren Mann von Spider-Man gekidnappt wurde. Was? Nein, Sie haben alles falsch verstanden. Mein Mann wurde von Verbrechern in den Kofferraum eines Wagens gesperrt. Spider-Man hat ihn rausgeholt und die Verbrecher bei ihrer Rückkehr verhaftet. Den letzten Teil hatte ich wegen der völligen Inkompetenz meines... Ja, ist gut, den, dass die Quatsche muss ich mir jetzt nicht antun. Boah, Alter. So. Hallo? Achso, jetzt. So. Und tschüss. Bam. Ach komm. Au. Mann, Junge. Ah, sehr gut. Eine Geiselnahme auf einem Tourbus. Eine echte New York Reality Tour. 4 von 5 geschafft, jawohl. So, jetzt sind wir aber fertig, ne? Ja, den Jonas, den muss man jetzt einfach nicht mehr quatschen hören. Da konnte man mal wechseln. Okay, letztes Verbrechen. Und dann machen wir wieder Hauptmission. Eine Schießerei. Das ist für kein Gut. Lösen wir das auf die ganz spezielle Spidey-Art. Halt. So, zack. Zack. Ja, natürlich. Oh, was? Oh. Scheiß Raketenwerfer, Junge. Scheiß Raketenwerfer. Lass stecken. So, jetzt aber. Zack. Boah, fast hätte es geklappt. So. Noch jemand? Hm. Ach, da ist noch einer. Ja, wo ist er denn? Ja, hallo. Ach, da. Na, hi, du auch hier. Mensch. Den hätten sie auch alleine erledigen können. Sicher doch, du harter Hund. Dämonen und Sable. Was da wohl schlimmer ist. Oh, thank you. Ja, thank you. Und tschüss. So. Haben wir das auch erledigt. Jetzt können wir uns aber wieder der Hauptaufgabe widmen. Ja, das Blaue mache ich jetzt nicht. Na, wir machen jetzt erstmal wieder Hauptmission. So sind wir hier fertig und haben nur noch Mission. Was machst du hier? Oh,
ist ein Kämpfer. Das war dein letzter Fehler, Penner. Was zum... Braucht man echt so viele Leute, um einen Teenager auszurauben? Schweinerei, Leute. Echt mal. Der arme Junge. Aber da kommen sie natürlich klar alle angeschissen hier. Und tschüss. So. Noch jemand? Perfekt. Bist du verletzt? Du bist Spider-Man. Du bist der unglaubliche Spider-Man. Du bist der fantastische Spider-Man. Und noch andere Adjektive, die Jameson benutzt. Hey, das war echt mutig. Aber nächstes Mal überlass das den Profis, okay? Okay, aber wenn gerade keine da sind? Na, du kannst so große Kerle nicht einfach angreifen. Ich meine, versteh mich nicht falsch. Ich kämpfe ständig gegen größere Typen. Aber dann habe ich auch... Wie damals, als du auf der Brücke gegen Rhino gekämpft hast. Das war echt großartig. Perfektes Beispiel. Wenn der andere größer ist, musst du schneller sein. Okay? Okay, aber für dich ist das vielleicht einfach. Aber ich kann halt nicht, was du kannst. Okay, fahr ich da hoch. Echt jetzt? Ja, na los. Erstens. Lass dich nicht vom Adrenalin leiten. Atme langsam und tief. Bleib cool. Hüfte ausrichten. Lass den Gegner kommen. Setz die Füße ein. Wenn sie die Balance verlieren, nutz die Gelegenheit. Boom. Etwa so? Ja, ja, ganz genau. Okay, nur diesmal schlag mich richtig. Direkt aufs Kinn. Okay? Okay? Ich halte das drauf. Oh, Sorry. Nein, nein, nein. Alles gut. Mach immer weiter so und du kommst klar. Okay, Lektion vorbei. Ich muss los. Hey, danke. Und so. Jederzeit. Das war Spider-Man. Das Asyl sollte gleich da vorne sein. Was? Oh, okay, wir sind jetzt wieder... Jo, Miles, was geht? Hey, das glaubst du mir nie! Ich hab gerade Spider-Man getroffen. Was? Wie krass? Hast du ihm unsere Hacking-App gezeigt? Oh, Mann. Hab ich voll vergessen. Ach, Mann. Er hätte sie dir garantiert abgekauft. Und dann wären wir voll berühmt. Ja, nächstes Mal mach ich's. Ich muss weg. Hab's meiner Mom versprochen. Cool. Bis später. Jo, bis später. Erstmal Zeitung lesen. So, was haben wir hier? Daily Bugle. Okay. 3 von 28. Oh Gott, das wird... Das wird eine Aufgabe werden, ey. Der Bauernmarkt ist eine gute Abkürzung. Also um die Zeitung zu bekommen... Mann, für den geht's gut. Müsste ich quasi die ganze Zeit hier rumlaufen. Was? Aber was dann? Der Tourismus ist im Keller. Ach so? Hä? Hacking? Hacking, ja. Funktioniert die noch? Okay. Sind wir jetzt bei Watch Dogs 2? Oh. Was? Oh nein. Lass mich in Ruhe, ich schau ab. Tschüssi. Soll das ein Witz sein? Lass mich durch. Das wird ewig dauern. Wenn die Drohne nicht will, könnte ich über den Zaun. Ich muss das Signal der Drohne isolieren. Haben Sie ihn gesehen? Wow, das war zu einfach. Krass, dass Sables-Systeme ungesichert sind. Vielleicht schicke ich einen anonymen Tipp. Systeme sind im Arsch. Let's to go. Warum duckt er sich jetzt, Mann? Oh oh. Okay, Hacking-App. Steh mir bei. Gut, los jetzt. Nein, was? Warum läuft da jetzt? Warum ist da... Okay, tschüssi. Nein! Ah! Whoa,
Okay. Okay, das war nicht so gut. Okay. Hätte ja klappen können. Aber da hat sich... Ich dachte, da würde da hinlaufen, aber nein. So. Okay. Gut, los jetzt. Okay, hier, der dreht sich um. Okay, und los. Und hepp. Cool. Mal sehen. Ich kann unter dem Tor links durch oder über das Gerüst rechts drüber. Ach komm, wir machen hier extra Parcours. Bisschen Action hier. Nur so drüber laufen ist doch langweilig. Wir wollen ein bisschen Action haben. Ich sage es fast wie bei Watch Dogs. Auch einfach mal irgendwo. Mehr Drohnen? Muss sie blenden. Nein. Oh nein. Oh, verdammt. Ah, Hilfe, Drohne. Ich hab Angst. Bitte tu mir nichts. Ah. Die Drohne hat mich fotografiert. Oh nein. Okay. Sehr gut. Was? Ja, keine. Geh auf Patrouille, erstatte Bericht. Die Dinger haben Geschütze. Die dürfen mich nicht sehen. Mhm. Wie lange sind die eigentlich gesperrt? Oh, verdammt. Und los. Ich riskier's, ich hab Angst, aber hey. Easy. Nein, nicht easy. Die machen keine halben Sachen. Was? Oh, hi. Du siehst mich nicht. Komm schon, ignoriere mich. Ich bin nicht da. Okay, bin in Sicherheit. Wie knapp. Verdammt. Alter, wie gut war das denn? Oh nein, Anruf. Oh, hey Mom. Hi Schatz, bist du gut im Feast-Asyl angekommen? Ja, bin gleich da. Miles. Du weißt, dass du nicht im Asyl arbeiten musst. Doch, muss ich. Nein, du hattest die Wahl. Klar, und ich find's besser als die Therapie. Ich meine, super hilfreich. Der Typ hat gesagt, jeder trauert auf seiner. Das hier ist meine. Okay, tut mir leid. Mom. Ja? Aber ich hab dich trotzdem lieb, wenn ich nicht darüber reden möchte. Oh mein Schatz, ich liebe dich so sehr. Wir stehen das durch, okay? Okay, ich muss weg. Ich rufe dich auf dem Heimweg an. Okay. Gute alte Mom. So, gibt's da noch irgendwas Wichtiges? Zeitung oder so? Nö, gut. Dann können wir ja mal da reingehen. Auf zu Feast. Dämonengesichter. Überall. Machen Sie einfach weiter. Ich bin gleich wieder da, Mr. Hodges. Hey, Miles. Hey, Pete. Hey, sorry, ich bin spät dran. Oh, nein, nein, schön, dass du da bist. Okay, also, wie kann ich helfen? Warum siehst du dich nicht ein bisschen hier um? Sprich mit den Leuten. Weißt du was? Alle lieben Kaffee. Kaffee, okay. Und ich sehe später nach, wie es bei dir läuft, in Ordnung? Ja. Oh, keine Angst vor Mr. Hodges. Er beißt nicht. Meistens. Ganz sicher? Kaffee? Danke. Kann ich helfen? Nur wenn du weißt, was zur Hölle ein Quark ist. Das ist ein subatomares Teilchen. Also die Basiskomponente von Protonen, Neutronen, Hadronen. Subatomar. Das passt. Sehr gut, Kleiner. Du blödes Scheißding. Mist! Verdammtes Mistding! Darf ich mir das vielleicht mal ansehen? Hä? Oh, wir haben braunsche Röhren in der Schule. Ich kann sie reparieren. Braunsche. Was? Nein, man muss noch ein paar Mal draufhauen. Geht's wieder! Oder es ist ein loses Koaxkabel. Okay, okay. Bitte sehr, du
Klugscheißer, bitte, mach nur. Uns erreichen viele Meldungen zu Officer Jefferson Davis, dem Helden des Rathausattentats, seit bekannt wurde, dass er als menschlicher Schutzschild vielen anderen das Leben rettete. Davis, hey, Frischling, füll mal auf. Sein Sohn Miles und sein Bruder Aaron. Held. Ist ja echt heldenhaft, sich in die Luft sprengen zu lassen. Hey Ernie, du kennst also schon Miles. Er wird uns ein bisschen helfen. Vielleicht kennst du seinen Vater, Jefferson Davis. Ziemlich stark, dass er hier freiwillig arbeiten will, obwohl er gerade so viel um die Ohren hat. Findest du nicht? Ja, danke. Junge, das... Tut mir leid mit deinem Dad. Komm, Miles. Wir helfen meiner Tante in der Küche. Hey, May. Ich muss wieder los, aber ich hab dir Hilfe mitgebracht. Hi, Miles. Schön, dich zu sehen. Schnapp dir eine Schürze, wasch dir die Hände und ich zeig dir alles. Hey, Peter. Vielen Dank für das da eben. Na klar. Fast Mittag. Sable transportiert jetzt Dr. Michaels. Sollte besser zur Bowery und ihn finden. Jo, das machen wir gleich. Aber erstmal kurz gucken hier, okay. Was haben wir hier? Hallo, Tante. Vielleicht, Peter, sei vorsichtig da draußen. Miles hat gesagt, die Sable-Leute seien sehr rigoros. Pass auf, dass du dir in die Finger schneidest. Ey, Miles, was geht ab? Achso, du quatschst nicht mit jedem. Okay. Ist es okay, wenn ich donnerstags später komme? Da trifft sich der Robotik-Club. Natürlich. Deine Ausbildung geht vor. Alter, wie schneideten die bitte? Wie? Und ich sah Sandman direkt an und sagte, das hier ist ein Asyl. Hier gibt's nichts zu stehlen. Raus hier. Nee, hat mir von deinen Eltern und Onkel Ben erzählt. Tut mir leid, was bei der Beerdigung war. Schon gut, Miles. Hey, wenn du mal reden willst, ich bin da. Jo. Ich bin da, du bist da, sie ist da, wir alle sind da. Aber wo wollten wir jetzt hin? Wir müssen dahin. Was? Erster Tag. Ich mag den Jungen, den du mitgebracht hast. Erinnert mich an dich. Hi. Eileen, wie läuft's mit deiner Tochter? Langsam. Ich habe viele Fehler gemacht. Schwer zu vergessen. Wenn ihr redet, gibt es Hoffnung. Gib nicht auf. Ein sehr guter Ratschlag. Okay. Habt ihr noch was? Peter, der junge Mann ist sehr fleißig. Von der Sorte könnten wir mehr brauchen. Hast dem Kleinen gut den Rücken gestärkt. Ich hab Angst draußen. Vor allem. Und jedem. Hey, ich kenn dich doch. Miles hat es schwer. Manchmal möchte man keine Hilfe von anderen annehmen, aber braucht sie. Sprichst du aus Erfahrung? Deine Tante hat mir einen Job im Coffee Bean verschafft. Abgesehen von der Flucherei kann ich ziemlich gut mit Menschen. Ich habe es doch gewusst. Gut gemacht, Gloria. Yay. Noch jemand zum Reden? Nein? Gut, da können wir. Was soll nur aus dieser Welt werden? Die süße Sozialarbeiterin war wieder hier. Wenn du sie kennenlernen willst, sag mir Bescheid. Okay. Tschüssi, tschüssi. Oder gibt's hier nochmal was Neues? Nein? Okay, dann ciao. Okay. Springer, Geschwindigkeit. Schwunglos oder Springer, um an Höhe zu gewinnen. Okay. Kennen wir ja alle schon, ist ja nichts Neues. Abtauch bei Gegnern, ja. So, erstmal wieder Schickimicki-Klamotte anziehen. Das enge Kostüm. Juhu, einfach erstmal schön rumhängen. Stufe 32, sehr schön. Hey Yuri, ich will zur Bowery, damit Michaels, sicher in sein neues, sicheres Versteck kommt. Lass das lieber. Silversable war deutlich. Du bist nicht willkommen. Tja, was soll sie machen? Mich erschießen? Ernsthaft? Ich würde dir zutrauen. Ah, gut. Ich bleib in der Nähe, aber nicht zu nah. Nur für den Fall. Nur für den Fall. Was ist... Oh. Okay, Überwachungsturm. Also jetzt sieht's wirklich langsam aus wie bei, Batman Arkham Knight. Okay, sei ehrlich.
euch? Was passiert im schlimmsten Fall, wenn dieser Teufelsatem in der Stadt freigesetzt wird? Ach, weißt du, globale Pandemie, Weltuntergang, solche Sachen. Warum frage ich auch? Also nichts Schlimmes, alles cool, es passiert nichts Schlimmes. Brauchen uns keine Sorgen machen, beziehungsweise das übliche Welt am Abgrund. So, aber haben wir hier unseren Freund wieder, der mit uns quatschen will? Ja. Hallo. Spider-Man. Ja, was ist denn jetzt schon wieder? Heimvorteil. Spider-Man, wir haben eine Krisensituation. Das Football-Team hatte ein Auswärtsspiel und kam nie zurück. Man hat nur die leeren Busse gefunden. Team, Fans, Betreuer. Lee hat eine Armee am Start. Gibt es Spuren? Jemand hat den Quarterback Brad Davis erkannt. Hat ein Foto gepostet. Ach. Warte. Das sieht aus wie der Bogen am Washington Square. Das ist doch neben der ESU. Okay, Washington Square. Da bin ich doch vor kurzem erst vorbeigehuscht. Chinatown. Nein, hier ist es glaube ich auf jeden Fall nicht. Queenwatch, Midtown. Elf Kitchen. West. Aber East, Central Park, Harlem. Na gut, da muss ich jetzt erstmal so überlegen. Aufgabe geht. Das ist der Washington Square Park. Direkt neben dem Campus. Okay. Moment, ist das das? Central Park. Okay. Ich kenne den Ort. Südlich der ESU. Oder das ist doch. Ich bin zu weit nördlich. Ich muss nach Süden. Ah, jetzt sag. Ja, toll. Sowas hilft mir, wenn er sagt, wo ich hin muss: Süden, Osten, Westen, dann. Ich muss nach Süden. Ja, du bist. Wir sind doch zu Süden. Da ist es. Oder ist es das? Ja, das ist es. Perfekt. Die sind wie ein Rudel Wölfe. Je länger das dauert, desto eher gibt es Tote. Ja, komm, wir gucken erstmal zu. Oh, sieht gut aus. Können wir hier was machen? Da vielleicht so. Erstmal den Leuten so ein bisschen helfen, ne? So. Autsch. So. Okay. Und du auch noch? Wie viele Spieler sind noch mal im Team? Sehr schön. Mach das doch mal. Mach ich. Aber nicht jetzt. Was? Die Musik in der Finsternis. So. Ach, noch mehr Typen, Alter. Bleib doch einfach unten und gut ist. Zum ersten Mal wünschte ich, unser Team hätte weniger Fans. Was? Okay, jetzt geht's los, Gut, hier. Doch nicht? Okay. Oh, nein, aus. Halt. Ich konnte nicht hier irgendwas drücken. So. Ja, Floppy-Typ. Ich bin kein Monster, ich bin Spider-Man. Hey. Da hilft er jetzt gerade Panik. Warte hier. Wenn sie gegen Stealth auch so hartnäckig gewesen wären. Dann hätten sie vielleicht gewonnen. Autsch. Sehr gut. Ja, bei mir sind auch Dämonen. So, fertig. Ist das endlich vorbei?
Das war irre. Ich war irre. Du bist nicht der Erste, dem das passiert. Die Ärzte haben die anderen untersucht und zum Glück keine bleibenden Schäden festgestellt. Danke. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Schlag die Wildcats am Samstag und wir sind quitt. Genau. Geschult. Geschafft. Alle vermissten Studenten sind wieder da. Das ist gut. Vielleicht ist bald alles wieder beim Alten. Ich vermisse das Alte. Ganz deiner Meinung, Kumpel. Ja, das wird schon. Wow, wir haben es geschafft. Wir haben alle gerettet. Trophy erhalten. Sehr gut. Ja, und zur Belohnung können wir natürlich gleich zur nächsten Aufgabe gehen. Oder aber, mal gucken, wie weit ist das entfernt? Ja, das ist noch sehr weit entfernt. Ja, das ist sehr weit entfernt. Okay, da brauchen wir jetzt noch nicht hingehen. Allerdings können wir, wo sind wir? Wir sind da. Gut, wir gehen jetzt einfach dahin. Komm, was soll's. Das ist die Bowery. Wo ist Dr. Michaels? Der ist weggeflogen. Wir sind dann bereit, Dr. Michaels. Ist das der Teufelsatem? Es heißt GR27 nicht. Seien Sie vorsichtig. In den falschen Händen könnte es... Keine Sorge, wir sind die Besten der Welt. Da fühle ich mich gleich besser. Code 381, Paket ist unterwegs. Hier entlang, Dr. Michaels. Was zur Hölle ist das? Feinde! Paket sicher! Willkommen an Bord, Doktor. Hände weg! Wir machen das! Ja, sicher doch. Juri, ich verfolge Martin Lee. Ich glaube, er hat Dr. Michaels und den Teufelsatem. Verstanden. Schicke dir mehr Einheiten. Michaels lebt noch. Das ist gut. Wahrscheinlich möchte er ihn zwingen, mehr Teufelsatem herzustellen. Ich muss diesen Laster aufhalten. Oder Panzer. Oder was das ist. Das wird nicht so einfach. Alter, eine Karre. Toll. Macht die ganzen Wände kaputt hier. Ja, genau. Komm weg da. Ja, komm, ich will hier... Nein. Ja, jetzt aber. Sehr schön. Kampf auf dem Auto. Auf dem Panzerwagen. Perfekt. Hier spricht Sable International. Wir sind bereit, wenn nötig zu töten. Das war die letzte Warnung. Wow, wow! Da drin ist eine biologische Waffe! Alle Einheiten, Feuer! Wow! Warum schießen denn alle plötzlich mit Raketen? Sorry, aber bei Operation Raketen in Manhattan bin ich nicht dabei. Nein, au, au, du blöde Karre. Alter. Na, jetzt aber hier. Na, jetzt, hallo? Okay. Ach so, ja. Genau, da war ja was. Autsch.